Hallo, hier ist Liha2004. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch. Und zwar ging es in den letzten Interviews ja mehr so darum, was man machen muss, um Fußballprofi zu werden. Und heute habe ich sozusagen den Plan B. Falls man nicht Fußballprofi wird, eine Alternative. Und diese Alternative ist nicht, Trainer zu sein. Und zwar führe ich mein Interview heute mit Jana Wiske vom Kicker. Und nicht, dass ihr euch wundert, wir duzen uns, weil ich habe sie einmal in Newcastle getroffen vor 2 Jahren bei meiner Fußballreise nach Newcastle zum Boxing Day nach England. Das Video dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, meine erste Frage ist dann, hallo Jana, du bist ja Redakteurin beim Kicker und würdest du dich dann einmal meinen Zuschauern vorstellen? Hallo Linus, das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Kicker Sportmagazin und das schon ziemlich lange, nämlich seit nunmehr 15 Jahren. Ich habe vorher studiert und eine Ausbildung zur Redakteurin absolviert, das sogenannte Volontariat. Und ja, seit ganz vielen Jahren freue ich mich jeden Tag auf meinen Job hier als Sportjournalistin. Wenn du dich dann uns kurz vorgestellt hast, und dann komme ich schon zur zweiten Frage. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag beim Kicker aus? Und wie oft sieht man Spiele live im Stadion? Und hat man am Wochenende überhaupt frei? Also am Wochenende frei wird schwierig. Ich arbeite eigentlich jeden Sonntag. Das ist ein sogenannter Produktionstag, weil wir ja am Montag rauskommen. Und müssen wir die Seiten füllen. Wir überlegen uns Themen vorher, die wir dann natürlich bestellen. Es kommt auch darauf an, wie die einzelnen Spiele ausgehen. Ich bin beispielsweise in der zweiten Liga verankert und da werden wir entsprechend dann nach den Ergebnissen die Seiten füllen und bringen die auf Zeile in schöne Form mit schönen Bildern. Und letztendlich haben wir dann hoffentlich schöne, tolle Seiten erstellt, die dann am Montag am Kiosk zu kaufen sind. Okay, das hört sich ja nach einem ziemlich anstrengenden Arbeitstag an. Und dann komme ich schon zur dritten Frage. Was war denn das Aufregendste, was du als Redakteurin da schon so beim Kicker erlebt hast? Gute Frage. Das gibt ganz viele oder gab ganz viele aufregende Momente. 15 Jahre sind lang. Ich erinnere mich vor allem an einen Tag, da war ich außer Dienst, aber es war ein besonderer Moment, das WM-Halbfinale 2006, Heim-WM Deutschland-Italien, leider mit einem etwas ungünstigen Ausgang für Deutschland, aber das war emotional schon extrem aufreibend. Ganz toll war auch bei Olympia 2008, da durfte ich die Fußballlegenden Messi und Ronaldinho kennenlernen. Also du siehst ganz tolle Eindrücke, die man in meinem Job bekommt. Okay, das hört sich ja schon ziemlich cool an, Messi und Ronaldinho kennenzulernen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wenn man Fußballer werden will, muss man ja sehr viel trainieren. Was muss man denn tun, um Sportjournalist zu werden? Also man sollte vor allem neugierig sein, weil es gilt immer, die neuesten Geschichten aufzutun und sich zu überlegen, was man dem Leser oder überhaupt dem Nutzer, wir sind ja auch digital unterwegs, bieten kann. Also Neugier ist schon mal ein wichtiger Punkt und man muss gut recherchieren. Das heißt, in allen Medien schauen, dass man Infos sammelt, um gute Geschichten auf die Beine stellen zu können. Das sind sicher so wichtige Sachen, die ein Sportjournalist mitbringen muss. Okay, Sportjournalist zu sein hört sich also nach einem ziemlich interessanten Beruf an. Und ja, danke dir, Jana, für dieses Interview. Und mal gucken, ob ich jetzt auch ein paar Stories von dir finde. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal natürlich auch abonnieren.